Frauen haben eine andere Vorstellung von Politik und eine andere Qualität von menschlichen Beziehungen, die sich auch in der Form der politischen Auseinandersetzung durchsetzen und zeigen wird. Anne Klein legte den Grundstein für einen neuen Stil in der Politik. Sie war Feministin, Anwältin und Notarin und die erste Senatorin in Berlin, die offen lesbisch lebte. Anne war Feministin und das hat man immer gemerkt bei allem, was sie getan hat, bei allem, über das sie nachgedacht hat, bei allen Positionen, die sie vertreten hat. Anne Klein war durch und durch Feministin und war durch und durch Juristin. Und sie kämpfte mit den juristischen Mitteln um die gleichen Rechte für Frauen und gegen Diskriminierung. Und sie bekämpfte insbesondere sehr leidenschaftlich, wenn Recht eingesetzt wurde, um Menschen zu diskriminieren. 1989 wurde Anne Klein unter Walter Momper im Berliner Senat, der wegen seiner Frauenmehrheit auch als Feminat bekannt wurde, Senatorin für Jugend, Frauen und Familie. Sie schwor ihren Eid mit den Worten, so wahr mir Göttin helfe. Sie hat sich als Feministin für Frauen- und Mädchenprojekte eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass die gefördert werden, dass die eine politische Lobby bekommen. Und sie hat als Senatorin das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Leben gerufen. Und sie hat sehr früh erkannt, dass es eigentlich darum geht, Institutionen zu schaffen, die plötzlich Kraft und Energie multiplizieren. Das hat sie dann richtig aufgenommen, um mal zu gucken, wo ist eigentlich der zentrale strukturelle Hebel, der ganz viel verändert. Anne Klein engagierte sich in der Berliner Frauenbewegung, war Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Berlin und stärkte die Rolle der Frauen in der Politik nachhaltig. Ja, Anne war rational und leidenschaftlich zugleich. Sie war nicht verbissen, aber sie kämpfte mit großer Leidenschaft und glaubte an das rationale Argument. Sie hatte sehr, sehr viel Charme. Sie war sehr offen gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das hat bewirkt, dass sie tatsächlich überzeugend war und viele Freunde und Freundinnen hatte. Anne Klein war eine Person, die immer furios bei der Sache war. Also so viel und breit gelebt hat, von Journalismus bis Reiseleiterin. Und sie war immer eine Anwältin, die sich in ganz besonderer Weise für die Mandantinnen und Mandanten eingesetzt hat, deren Vertretung sie übernommen hatte. Wirklich mehr als andere, sehr kämpferisch, sehr engagiert. Anne Klein konnte anderen Kraft geben, sie konnte anderen Mut geben, ermutigen, sich für Frauenrechte gegen Diskriminierung einzusetzen. Also das war das Wunderbare an ihr. Ich glaube, was sie am meisten beeindruckt hat, war doch immer, dass Personen auch den Mut haben, den Finger gegen den Mainstream in eine Wunde zu legen. Auch den Mut zu haben, Dinge, die am Anfang noch obskur erscheinen, einfach auch anzusprechen. Deshalb freue ich mich, dass es einen Anne-Klein-Preis gibt, der eines schaffen kann, nämlich Beharrlichkeit und Mut in solchen Bedingungen auch auszuzeichnen. Damit Frauen weiterhin öffentlich für ihr Engagement wahrgenommen und gefördert werden, hat Anne Klein den Anne-Klein-Frauenpreis gestiftet. Ach, der Preis, das war eigentlich eine ganz unfassbare Geschichte. Also man hat ja nicht Erfahrung mit sowas. Und als es dann losging, war ich erstmal nur gerührt. Und dann war das so, dass ich wahnsinnig überrollt war von dem öffentlichen Interesse, aber auch von dem Interesse der Leute, die ich kenne. Tatsächlich haben die Themen, für die ich stehe, durch den Preis auch nochmal Aufschub bekommen. Ich habe bis heute noch Anfragen zu Themen, zu denen ich arbeite. Es gab relativ viel Zeitungsartikel und Interviews und so. Das heißt, auch für Banjing, also wo ich eben auch arbeite, war das auch sehr gut. Und auch das zu sehen, dass auch die Idee funktioniert, also das hat sie sich ja überlegt. Ich meine, sie war ja sehr krank am Ende und hat in dieser Krankheitszeit eine Idee entwickelt, die ich genial finde und die einfach auch funktioniert, also in meinem Fall auf jeden Fall funktioniert hat. Anne Klein stiftete der Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis, damit auch in Zukunft das Engagement von Frauen für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gefördert wird.